Stein sinkt. Wasser steigt. Weizen stagniert. Hm. Verschiedenes. Hochzeiten, Geburten, Todesfälle. Friedhof, ja. Zwei Frauen, ein Junge. So, die Werkzeugschreinerei ist fertig. Da wird der Holzfäller aber erstmal nicht arbeiten, denn wir brauchen mehr Holz. Vorher. So, noch einmal Mehl mahlen. Dann haben wir... Unser Soll erreicht, um eine Bäckerei bauen zu können. Ich finde das übrigens lustig, ist mir so aufgefallen. Wenn ich Pause drücke, dann steht alles still, außer der Wind und die Mühle. So, er hat den Müller gelernt. Und die Bäckerei kann gebaut werden. Das heißt, eigentlich sollte ich Sven gleich mal mit dem Bau der Bäckerei beauftragen. Auch wenn wir in der Mission jetzt nicht mit der Nahrung hetzen müssen, dadurch, dass wir nicht ganz so gute Nahrungslieferanten haben. Aber ja, dann können wir auch gleich das Zweifamilienhaus für den Bäcker planen. Nämlich hierhin. Und ja, wenn ich das Wohnset abgerissen habe, du kannst trainiert werden. Gut. Und du bist erwachsen geworden. Sehr gut. Das heißt, du übernimmst dann den Müller erstmal. Das heißt erstmal, du übernimmst dauerhaft den Müller. Ja, das Problem ist, hier unten gibt es keine Pilze. Ja, du hast Müller gelernt, gut. Das heißt, Bjarni kann gleich schon mal der Bäcker werden. Du kannst gleich schon in der Mühle arbeiten. Und du
muss noch ein bisschen warten, bis du in der Bäckerei arbeiten darfst. Ach ja, und du kannst in das Haus einziehen, genauso wie du. So wie auch ihr beide einziehen könnt schon mal. Kann ich auch schon mal den Steinmetz planen, oder? Steinmetz. Ah, ist praktisch, direkt daneben. Und... ja, da muss erstmal das Zelt weichen, dann kommt da in dem Bereich die Töpferei hin. Die sollte dann da auch hinpassen. Das ist halt ein bisschen doof, wenn man nur zwei Bauarbeiter hat, aber alle anderen sind halt beschäftigt. Weil hier muss ich dann die Schäferhütte und den Weber hinbauen. Sehr gut, Bäckerei ist fertig. Das heißt, du kannst da arbeiten. Sven ist müde, okay. Das Problem ist, wenn ich den Pilzer mal weglasse, müssen meine Schmiede jedes Mal zum Hauptlager latschen. Außer ich baue ihnen einfach den Tempel hier unten hin. Das wäre auch noch eine Alternative, dann würden sie jedes Mal zum Tempel latschen. Ist allerdings die Frage... der Tempel selbst dient auch der religiösen Motivation. Tempel. Zu Beginn einer Mission ist der einzige Ort, wo die Wikinger beten können, das Hauptlager da, aber Arbeiter in höherigen Berufen von Zeit zu Zeit beten müssen, empfiehlt sich später dabei des Tempels und der Einsatz eines Druiden, ja. Weil die Leute dann beten, während sie zu Hause sind. Will?
Du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. Lustig, jetzt heißt es hier wieder Lehmklumpen. Letzte Mission hieß es da nur Lehm im Hauptlager. Oh, der Müller muss gerade Weizen von dort holen. Hey, Nahrung kommt in der Bäckerei. Und wird gleich schon weggegessen. Ja, so ist das halt. So, jetzt sollten wir aber keine Nahrungssorgen mehr haben. Wenigstens etwas. Das heißt, wir starten jetzt dann, wenn wir den Steinmetz fertig haben, noch die Töpferei und den Tisch da. Oh ja, dafür müssen wir erstmal die Werkzeugschreinerei. In Betrieb nehmen. Wo ist es denn? Da. Genau, Werkzeugschreinerei für Tischler, Dreifamilienhaus und Speermacher. Und dann natürlich dann die Metallurgie hier drüben in Angriff nehmen. Ja, ein Dreifamilienhaus dann auch bauen für den Goldschmied und die beiden Eisenschmiede, die ich brauchen werde. Ja, Eisenmine könnte ich bereits bauen hier drüben hin. Ja, aber das Wichtigste ist es erstmal alles autark zu kriegen und Leute in ihre Wohnhäuser zu kriegen. Wir brauchen ja schon mal eine Frau. So, Steinmetzwerkstatt ist fertig.